Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute befinden wir uns am ehemaligen Bahnbetriebswerk München Ost und das wollen wir euch heute zeigen. So, hier haben wir auch schon eines der ersten Teile und zwar eine Befestigung der Schienen. Da seht ihr sie nochmal, wie sie fest ist. Und hier wurde die irgendwie aus den Schienen gerissen, aus den Verankerungen gehauen. Wahrscheinlich vom Demontieren. Ich schätze mal, dass hier, wo Kies ist, dass hier auch mal eine Schiene war. Da haben wir das auch vorhin gesehen. Weil hier nebendran, rechts, ist auch noch ein Gleis. Gehen wir mal kurz durch. Da ist noch ein Gleis. Und hier ist noch ein Gleis. So, wir sind jetzt an so einem Verbindungsstück an den Gleisen, also genau eine Weiche. Und hier sieht man eigentlich auch, wie alt das die Schienen und Gleisen sind. Das erkennt man schön hier dran, dass sich das Holz hier schon auflöst und zersetzt. Haben wir hier vorne die Weiche. Wobei die noch eigentlich recht gut ausschauen. Also ich habe schon andere Gleise gesehen. Bei anderen Lost Places. Die sahen schon schlechter aus, muss ich ehrlich sagen. So, da vorne sehe ich gerade was. Also hier haben wir so ein Rohr. Wahrscheinlich für so Kabel, so ein Kabelschacht, würde ich sagen. Haben wir hier. Das würde ich schätzen, ist für die Weichen. Ist auch wieder so gemacht, dass man das nicht verstellen kann. Das haben wir auch schon bei einem anderen Lost Place gesehen. Könnt ihr gerne nachschauen. Das war die verlassene S-Bahn-Station am Olympiastadion. Da war das genauso. Da waren die Stifte, damit man die Weichen umstellen kann, waren da auch draußen. Damit man die nicht mehr verstellen kann. Wobei, hier wäre sogar, jetzt muss ich kurz aufpassen, hier sind Pflanzen mit Dornen, die Stifte noch drinnen. So. Wenn wir auch solche Spiralen und so, wenn ihr wisst, was das ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Hier sieht man auch nochmal die Schächte von den Seilzügen mit den ganzen Laufbahnen. Verschwinden da hinten wieder im Rohr und führen dann zu einer Weiche hin. Und da ist Bahnsteig. So, ich habe gerade mitten auf dem Weg einen Feuerlöscher gefunden. Ich weiß nicht, ob der alt oder neu ist, aber er hätte sogar TÜV. Scheinbar. Also TÜV hätte er. Steht hier wahrscheinlich nur rum. Ja, der ist auch nur draufgestellt. Weiß nicht, ob der hier dazugehört. Keine Ahnung, aber interessant zu finden. So, wir haben hier nochmal das Schild. Ich weiß nicht, ob ihr das vorhin schon auf den Aufnahmen gesehen habt. So ein verrostetes Schild. Man kann so leicht hier noch lesen, was hier steht. Ich schätze mal, hier war so eine 2 oder so. Ist aber fast alles schon weggerostet. So, hier haben wir noch ein Gebäude. Leider zugeschüttet. Daneben haben wir so Starkstromschläuche. Wahrscheinlich war das so ein Stellwerk für die Schienen, für die Weichen. Hier mitten in der Botanik haben wir einen Isolator. Der liegt hier einfach rum.
war für die Stromleitung, fürs Netz. Hier liegt einfach eine Kabeltrommel rum. Hat man damals die Kabel drum gewickelt, um sie zu verlegen. So, jetzt haben wir hier den spannendsten Teil. Das ist das, wonach wir die ganze Zeit gesucht haben eigentlich. Und zwar ist das das Drehkreuz. Hier haben wir auch nochmal so eine Kabeltrommel im ganzen Zustand. Es ist wirklich noch im Originalzustand. Wir haben hier einen Elektromotor. Können wir vielleicht auch mal ein bisschen reinfilmen. Vielleicht sieht man da was, aber auch nicht groß. Haben wir hier dann den Zahnrad. Darunter wird wahrscheinlich noch einer gewesen sein. Der hat das dann übersetzt. Und dann hat das im Endeffekt das Ganze hier angekurbelt. Hier haben wir auch nochmal Zahnrad-Übersetzung. Hier auch. Das kann man hier drehen. Da bewegt sich aber leider nichts mehr. So. Hier auch cool. Hier haben wir, dass der Boden schon durchgerostet. Hier haben wir die Steuerung. Kann man hier runterdrücken. Und da hinten bewegt sich dann dieses Teil. Damit wird dann die Befestigung da hinten rausgemacht, damit man es drehen konnte. Weil das ist ja festgemacht. Und solange die Befestigung drin ist, solange genau die Befestigung drin war, konnte man das nicht drehen. Wir gehen mal auf die andere Seite, da soll es nämlich auch funktionieren. Da genau, funktioniert tatsächlich noch. Also hier sieht man es nochmal. Da ist dieses Board drin für die Verankerungen. Da kommt es raus, damit es fest war. So, hier gibt es hier noch unten Boden. Da sieht man hier unten die Gleise, das ist, damit sich es gedreht hat. Dass, wenn hier ein Zug drauf stand, dass man ihn drehen konnte und dann dass der in eine andere Richtung gefahren ist. Kennt man zum Beispiel wie aus Filmen oder aus Kinderserien, wo es um Züge ging. Da war das schon üblich, hat man das öfters gesehen. Tja, interessant ist hier eher wirklich der Motor. Ist eigentlich erstaunlich, dass der überhaupt hier noch steht. Ja, ich schau mal, ob ich runterkomme. Können wir uns von unten vielleicht anschauen. Alte Donne. Ah, runter würde ich kommen, aber was ist mit drauf? Ach, so. Unten wäre ich schon mal. Schaut von unten aus mit den ganzen Stangen. Ah, jetzt tun mir meine Füße weh. War doch höher als niedriger als gedacht. So, jetzt noch raufkommen. Ja. Hier auch so schön haben wir zwei Prellbocke. Einmal da einer und auf der anderen Seite noch einer. Genau. Hier enden auch die Schienen soweit. Dann wurden sie demontiert, also abmontiert. Ja. Das darfst du nicht mehr machen, weil so. Wir haben hier noch ein cooles Haus gefunden. Hat scheinbar gebrannt, da liegt das Dach unten. Geschätzterweise würden wir sagen, es ist ein Stellwerk. Grob geschätzt. Weil hier sind auch noch Rohre, die von da hinten da reingeführt haben. Also wie man sieht, da ist nebenan auch gleich noch die Bahn, die im Betrieb ist. Also wir haben im Endeffekt, oh, das ist auch schön,
Ja, das wird das Stellwerk gewesen sein. Wir haben hier die ganzen Seile. Guck, die Schiene hier, die ist nicht mehr in Betrieb. Bei denen würde ich schon das Gegenteil behaupten, bei den zwei, weil die sind ab. Genau, die ist glatt hier. Dann schaut es mir auch so aus, da könnte auch noch einen langfahren, also. Die ist noch aktiv. Hier haben wir das abgebrannte Haus. Also abgebrannt kann man jetzt nicht sagen. Es war Stellwerk. Ich würde jetzt mal zu 90% sagen, es ist ein Stellwerk, weil du siehst ja auch da die ganzen Teile. Genau, also das ist schon von fantastisch. Schau mal, ob die offen ist oder ob da rein leuchten kannst. Puh. Also ganz ehrlich, da will ich nicht rein. Aber da hinten steht was Cooles. Es ist ein Stellwerk. Hier. Ich brauche die Taschenlampe. Hast du unten nachgefällt? So, das war's auch wieder mit dem Video. Wie lang es jetzt wirklich wurde, wissen wir selbst noch nicht. Das sehen wir auch erst, wenn es fertig geschnitten ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir haben auch gerade eben noch eine lustige Begegnung gemacht. Da war so ein Haus, das werdet ihr dann auch gleich sehen. Also das war, werdet ihr vorsehen. So ein halb abgebranntes Haus und wir wollten reingehen. Haben wir versucht, die Tür aufzumachen. Hat so ein bisschen geklemmt. Hat so eine Stimme aus dem Haus so gemacht. Ganz lustige Begegnung. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.